Aussitzen Deluxe 2.0. Aussitzen Deluxe 2.0. Aussitzen Deluxe 2.0. Kommst du nicht zum Festival, kommt das Festival zu dir. Die Neustadt auf deiner Couch. In deinem Wohnzimmer. Im April, Mai und Juni, immer Montag bis Freitag auf Coloradio oder YouTube. Stört es dich, wenn andere sportlicher sind als du? Ist es wirklich so wichtig, gut im Bett zu sein? Du bist nicht mehr allein mit deinen Ängsten. Heute bekommst du die Antworten auf alle Fragen, die dich schon so lange quälen. Die Macht der Melodien ist auf deiner Seite. Niemand kann dich mehr ärgern. Einen warmen, umarmenden Applaus bitte für die Pioniere der Frauenbewegung. Das mit den Blumen tut mir leid.3G, 4G, Warteschleife, Haarausfall, Hörverlust. Familienfeier, Übergewicht, Regen, Trennung, Frust. Putin, Merkel, Bauer sucht Frau, Liebe, Lärm, Berlin. Schlechter Sex, Drillinge, Krieg, Sport, Stress, Kalorien. Wendler, Matthäus, Paartherapie, on, off. Lockdown. Erfreu dich an den einfachen Dingen. Immer wieder raus in die Natur. Umarme die Gelegenheit oder einen Baum und du wirst sehen, das ist Freude pur. Fliege mit den Vögeln um die Wette. Schmuse mit Delfinen, teile das Meer.
und bloß nicht deine Seele vergessen. Die muss baumeln, das ist gar nicht so schwer. Kinderkotze, Klassenarbeit, Versicherungsfall, Demenz. Dschungelcamp, Moria, Mafia, TÜV, Bild.de, Impotenz. Alkohol, AfD, Hashtag Hass, Beuteschema, Vatikan. Krebs, Rollator, Heidi Klum, Halle, Hanau, Trump. Facebook, Beinbruch, Hartz IV, Kokain. Freizeitstress. Erfreu dich an den einfachen Dingen. Geh mal wieder raus in die Natur. Umarme die Gelegenheit oder einen Baum. Und du wirst sehen, das ist Freude pur. Fliege mit den Vögeln um die Wette. Schmuse mit Delfinen, ja. Ah, das tut so gut hier draußen. Party und du wirst sehen, das ist Freude pur. Schön, dass ihr da wart heute Abend. Danke fürs Zuschauen. Kommt gut nach Hause. Oder macht nur einen Spaziergang. Es war toll mit euch. Danke für den Applaus, wenn auch nur digital. Macht's gut. Ich höre gerade, wir haben noch Zeit. Wir haben noch ein bisschen, noch viel Zeit. Gut. Es ist ganz praktisch, ich habe immer für alle Gelegenheiten 12 bis 13 Zugaben vorbereitet. Dann wollen wir mal. Erfreue dich an den einfachen Dingen. Immer wieder raus in die Natur. Umarme die Gelegenheit oder einen Baum. Und du wirst sehen, das ist Freude pur. Dankeschön. Das ist ganz schön aufregend hier. Ein echter Applaus. Ja, wir hatten ein wenig Heckmeck. Sagt man das hier auch in Sachsen? Heckmeck? Kennt man das? Gerade wegen der Technik. Ich kenne mich da ja auch gar nicht aus. Gut, dann wollen wir jetzt ein ganzes Programm spielen. Alle Zugaben, die ich mir habe einfallen lassen. Ein Seemann kann segeln, ein Jägersmann jagen, ein Eismann macht Eis und es schmeckt. Ein Wachmann passt auf und ein Müllmann räumt auf, was der Blödmann so alles verdreckt. Ein Barmann schenkt nach und ein Schutzmann gibt Acht, dass sich niemand unnötig erschreckt. Nur der Musikmann, wer beim letzten Schalls Liebeslied beinahe mal wieder verreckt. Du
kannst alles erlernen, alles studieren und dann verstehen, wie es geht. Doch was machst du, wenn sie dir sagt, es ist zu spät? Ich wünschte, sie machte es mir so einfach wie ich ihr. Doch wenn sie trinkt, wenn sie raucht, wenn sie flucht, wenn sie faucht, wenn sie lallt, selbst wenn sie fällt, ist sie immer noch das coolste Mädchen der Welt. Kaufmann besorgt, was bald jedermann kauft, weil der Weihnachtsmann halt was zum Mitbringen braucht. Der Tormann lässt einen nach dem anderen passieren und der Kaffeemann könnte sich auch mal rasieren. Der Medizinmann holt den Schuttmann hervor und der Biermann darf nicht mehr zurück. Nur der Musikmann wäre beim letzten scheiß Liebeslied beinahe mal wieder verreckt. Du kannst alles erlernen, alles studieren und dann verstehen, wie es geht. Was machst du, wenn sie dir sagt, es ist zu spät? Ich wünschte, sie machte es mir so einfach wie ich ihr. Doch wenn sie trinkt, wenn sie raucht, wenn sie flucht, wenn sie faucht, wenn sie lallt, selbst wenn sie fällt, ist sie immer noch das coolste Mädchen der Welt. Ich wünschte, sie machte es mir so einfach wie ich ihr. Doch wenn sie trinkt, wenn sie raucht, wenn sie flucht, wenn sie faucht, wenn sie lallt, selbst wenn sie fällt, ist sie immer noch das coolste Mädchen der Welt. Dankeschön. So, das ist mein erster Auftritt seit 8 Monaten. Und was macht man in der Zeit? Schreibt neue Stücke. Es ist das erste Mal, dass ich die meisten Stücke heute Abend vor Menschen spiele. Das sind ja auch welche. Es gibt sogar ein Buffet da hinten. Dementsprechend habe ich Fehler eingebaut, die ihr aber nicht bemerken werdet. In der Musik gibt es keine Fehler. Das wollte ich mal sagen. Was kommt denn jetzt? Sind jetzt alle online? Ich will es gar nicht wissen. Du solltest mich eigentlich daran erinnern, dass ich das ändern soll. Habe ich dir nicht gesagt, glaube ich. Ne? Ja. Und du musst ab und zu, meine Mutter schaut vielleicht zu, dass ich gerade sitze, dass das bitte erwähnt wird. Das nächste Stück ist auch ganz neu. Nach einer wahren Begebenheit. Wenn sie Lust auf Partys hat, dann geht sie einfach hin. Wenn sie da wen küssen will, dann wird sich schon wer finden, der ihr einfach folgt, im wahren Leben folgt. Und nicht vergisst, dass sie ein analoges Mädchen ist. Lisa, das gefällt mir, lasst es alles wie es ist. Lisa, das gefällt mir, bleib doch einfach wie du bist. Und wenn dich doch mal Zweifel plagen, lass die anderen einfach klagen. Lisa, dass du so gar nichts vermisst.
wenn sie Lust auf Musik hat. Alles wie es ist. Lisa, das gefällt mir. Bleib doch einfach wie du bist. Und wenn dich doch mal Zweifel plagen, lass die anderen einfach klagen. Lisa, dass du so gar nichts vermisst. Und dann setzt sie sich an ihren alten, schweren Schreibtisch und holt ihren teuren Füller raus und schreibt ihren Liebsten in der Ferne: Komm doch bitte, bitte bald wieder nach Haus. Lisa, das gefällt mir. Lass es alles, wie es ist. Lisa, das gefällt mir. Bleib doch einfach, wie du bist. Und wenn dich doch mal Zweifel plagen, lass die anderen einfach klagen. Lisa, dass du so gar nichts vermisst. Lisa, das gefällt mir, bleib doch einfach, wie du bist. Haha, danke schön. Ich bin jetzt zum vierten Mal hier in Dresden, das ist mein zweites Zuhause, sind alle sehr nett zu mir. Ich habe sogar eine... Wie heißt das? Kundenbetreuerin. Nein, Künstlerbetreuerin an meiner Seite bekommen. Ist sehr nett. Ich hatte schon Sorge, dass ich heute ohne Groupies auskommen muss. Den ganzen Abend. Jetzt denken einige ja, das ist alles so lustig und schnell. Das war doch früher so schön traurig immer alles und langsam und dramatisch. Könnt ihr haben. Band. Bis dahin blieb er einfach unerkannt. Nicht mal der Aufprall war schön. Er hatte 40 Jahre Zeit für die Gelegenheit, wenigstens laut zu gehen. Warum bist du nicht geblieben? Warum hast du nichts gesagt? Grauer Freund, nun lebe wohl. Wurde auch Zeit, dass er dich holt. Da oben ist bestimmt ein Platz für dich. Aber warte bitte nicht auf mich. Er stand auf zwei Scheiben Brot, jeden Tag dieselbe Not. Wohin, wo lang, wofür? Beim Schwarzfahren nicht erwischt,
Der Kontrolleur bemerkt ihn nicht. Der ganze Tag ein Versteck. Warum bist du nicht geblieben? Warum hast du nichts gewagt? Grauer Freund, nun lebe wohl. Wurde auch Zeit, dass er dich holt. Da oben ist bestimmt ein Platz für dich. Warte nicht auf mich. Grauer Freund, nun lebe wohl. Wurde auch Zeit, dass er dich holt. Da oben ist bestimmt ein Platz für dich. Aber warte bitte nicht auf mich. Ja, das war doch ein Stimmungsaufheller. Ja. Dankeschön. Ich wollte ja nicht wissen, wer zuschaut, wie viel. Lüg mich an, 100.000 Menschen. Ist egal. Der Philipp macht uns heute die Technik. Applaus für den Philipp. Der macht das sehr, sehr gut. Ich habe heute einen Gedanken gehabt. Ich hatte noch nie eine Freundin mit einem, oh, das ist auch toll, wenn man Sätze da pausiert. Ich hatte noch nie eine Freundin, Komma. Ich hatte noch nie eine Freundin, die ein S-Laut in ihrem Vornamen hatte. Das hat doch was zu bedeuten. Die hießen Tanja, Andrea, also ohne S. Und das ist eine neue Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Ihr habt ja alle eine Kommentarfunktion auf YouTube. Ich brauche Namensvorschläge. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Ich habe auch eben hier um die Ecke eine Straße entdeckt. Ich habe es schon wieder vergessen. Tschetschener Straße, glaube ich, war das. Da möchte ich dann mit der wohnen. Es kommt ein Liebeslied. Das ist übrigens auf dieser CD, die hier vorne steht, bei der Barbie. Die Barbie ist ja mein Beitrag zum Feminismus. Da liegt einer in der Schaukel, die Kinder sind schon wach. Er atmet noch, er lächelt im Schlaf, hat er gut gemacht. Denn wenn die auch nicht wollte, dass er sie nach Hause fährt, so hat die nie bestritten, dass sie gern mit ihm verkehrt. Das nicht sofort, schon gar nicht auf den ersten Augenblick. Für den Moment war ihm das erstmal genug. Erstmal schaukeln, erstmal schlafen, volle Kanne Augenblick. So kann das bleiben. Schön, dass es Träume gibt. Bin ja ich, jetzt wacht er auf. Er kann's nicht glauben, da kommt doch keiner drauf. Dass einem sowas Schönes doch nochmal passiert. Er schaut sich um und blickt zurück. Welch ein Glück, welch unverschämtes Glück. Wie im Film, wo ist denn hier das Licht?
Stellt euch vor, schließt eure Augen und stellt euch ein Gitarrensolo vor. Meine Band sitzt gerade zu Hause und ich träume davon, dass sie mitspielen und Stücke ein bisschen proben. Da liegt eine zwischen den Kissen. Es ist schon lange Tag. Die atmet noch, die lächelt im Schlaf. Hat die gut gemacht. Denn wenn der auch nicht wollte, dass das Ganze gleich gefährlich wird, so hat er nie bestritten. Die ist das wert, das nicht sofort. Schon gar nicht auf den ersten Augenblick. Für den Moment war ihm das erstmal genug. Erstmal schaukeln, erstmal schlafen, volle Kanne Augenblick. So kann es bleiben. Schön, dass es Träume gibt. Es strampelt man sich ab das ganze Leben, das ist doch verrückt. Aber ja, immer auf der Suche nach dem fehlenden Stück Glück. Dann gibt man auf, es reicht, es ist genug. Und dann steht sie da, und was immer sie tut so gut. Die waren alle schön oder schlau oder so. Aber die ist alles, alles auf einmal. Die ist schön und schlau und sogar oder so. Das will sie dann nicht hören, du spinnst doch, ach, geh weg. Und selbst dann ist sie der schönste Moment der Welt. Das bin ja ich. Jetzt wacht er auf. Er kann's nicht glauben, da kommt doch keiner drauf. Macht das am Ende doch noch alles einen Sinn? Es ist verrückt, völlig verrückt. Welch ein Glück, welch unverschämtes Glück. Das ist doch wie im Film, wo ist denn hier das Licht? Doch wie im Film, wo ist denn hier das Licht? Dankeschön. Wissen die Menschen, dass man auch applaudieren kann auf YouTube? Auch die draußen, die Menschen, die können da Kommentare abgeben, können klatschen. Wissen Sie das? Das Publikum bei mir ist ja immer etwas älter, die wissen wir gar nicht. Gar nicht so richtig. Ja, das letzte Stück und das nächste sind für ein und dieselbe Frau geschrieben. Pech gehabt, wenn man einen Musiker anbandelt. Über das erste hat sie sich noch sehr gefreut. Das ist nicht ihr Lieblingslied. Jetzt sitzt du da vor mir, täuscht vor, dass du weinst. Erzählst mir, was uns denn nicht so alles vereint hat. Redest von mir und den schönen Gefühlen, die du hast oder hattest. Wenn du neben mir meine Arme und meine Gedanken nur um dich. Machst du dir Sorgen um mich? Geht's noch echt jetzt? Ein paar Wochen zu spät. Frag dich lieber, warum ich das alles jetzt erst weiß oder lass es sein. Aber spar dir dein Mitleid, komm mir nicht so. Ich schlage auf keinen Fall ein. Hast du doch alles nie gewollt. War dir doch nur mal zu eng, zu klein. Bis eingeknickt hast, aufgegeben. Kalt wie ein Stein. Dann lieber Krieg. Da ist wenigstens alles erlaubt. Dann lieber Krieg. Hast mich meiner Illusion beraubt, dann lieber Krieg.
Warum bist du überhaupt so lange geblieben? Und lass mich jetzt bloß nicht in Frieden. Dann lieber Krieg. Der kleine Junge, der ich mal war, dem habe ich das alles noch einmal erzählt. Du musst kochen können und küssen, ja. Und du musst wissen, wie weit du gehst. Hör mir zu, Junge. Hör mir zu! Ich weiß auch nicht, wie das genau geht. Sei achtsam, aber frag mich nicht auf wen. Das sind zwei schwere Seelen, die geben meist alles. Und im schlimmsten Fall eine gar nichts. Hast Seelen ruhig gewartet. Dich eiskalt zerlegt. Ist es wirklich schon so lange her? Ich seh dich nicht mehr. Jetzt hast du mich bald so weit. Die einzige Währung, die verfällt, ist die Zeit. Ich weiß, dir geht's auch nicht gut, aber besser als jemals mit mir. Was soll ich tun, was soll ich sagen? Bleib jetzt hier. Dann lieber Krieg! Da ist wenigstens alles erlaubt. Dann lieber Krieg! Hast mich meiner Illusion beraubt. Dann lieber Krieg! Warum bist du überhaupt so lange geblieben? Und lass mich jetzt bloß nicht in Frieden. Dann lieber Krieg! Dann lieber Krieg! Dann lieber Krieg! Und lass mich jetzt bloß nicht in Frieden! Dann lieber Krieg! Hat sich gefreut. Dankeschön. Es ist total schön, ich möchte das noch 100 Mal erwähnen, nach 8 Monaten wieder vor Menschen zu spielen, so schön bewirtet und umhegt zu werden. Eine kleine Geschichte am Rande. Ich habe vor ungefähr etwas mehr als einem Jahr beschlossen, alles auf eine Karte zu setzen, nur noch Musik zu machen. Einen Monat später kam der erste Lockdown. Gute Idee, macht aber nichts. Ich spiele nicht sehr oft an einem so schönen Flügel, also überhaupt an einem Flügel. Ich muss mich hier immer noch dran gewöhnen, was der dafür. Das ist ja eine Frau. Obwohl hier drauf steht August Förster, aber es ist eine Frau, da muss man nett sein. Eine Sache, das haben viele gehabt im letzten Jahr, Schlaflosigkeit, das habe ich ein bisschen gehabt. Und ich hatte legal, zwei Freunde bei mir. Wir haben was gegessen und haben etwas getrunken und dann habe ich den beiden gestanden, dass ich müde bin und mich hinlege und sie sollen ruhig bleiben. Ich kann dann besser schlafen, wenn da jemand im Hintergrund quatscht. Und sind dann einfach da geblieben und ich habe sehr gut geschlafen und musste hinterher feststellen, dass die beiden dann, als ich dann endlich eingeschlafen war, dass weitere Gespräche sind noch 2 Stunden geblieben, auf meinem Handy aufgenommen haben. Wir haben einfach meinen Daumen genommen, haben mein Handy, entlöst, haben es 2 Stunden aufgenommen und haben es wieder ablaufen lassen. Es war die schönste Nacht, die ich hier habe. Ich hatte jetzt einen Podcast von meinen beiden Freunden. Auf die Freundschaft!
Das ist nämlich das, was ich noch nicht so. Leist mir dein Auto, dein Geld, dein Gehör. Das Auto, das kriegst du zurück. Mich zu ertragen, das fällt dir nicht schwer. Das steckst du mit einem Schluck weg. Mit dir begreifen, was Frauen verstehen. Trinken, was gut schmeckt und schlecht. Mit dir begreifen, dass Frauen vergehen. Das kommt mir jedes Mal recht. Ich will nur reden und einfach nichts hören. Ich will nur da sein und du darfst mich stören. Mach, was du willst. Ich darf das ja auch, nimm dir von mir, was du brauchst. Du hast eine andere, mir doch egal, deshalb verlass ich dich nie. Ich stell dich niemals vor diese Wahl. Ich oder die, das ganz große Ding, das machen wir bald. Der Plan ist ja mal schon perfekt. Du hast die Technik und ich das Gefühl und dann hauen wir die alle weg. Dankbarkeit, Demut, Entspanntheit, Geduld, das alles kannte ich nie. Du machst mir Hoffnung, dass ich das mal lerne oder aushalte, wenn es niemals geschieht. Du kannst mir nicht helfen, wie soll das auch gehen? Das mache ich schon ganz allein. Du kannst mir zusehen, wie ich mich zerstöre. Allein sein dabei, das will ich nicht sein. Ich will nur reden und einfach nichts hören. Ich will nur da sein und du darfst mich stören. Mach, was du willst, ich darf das ja auch. Nimm dir von mir, was du brauchst. Man kann verliebt sein, so viel wie man will. Aber das hier, das gibt's nicht so oft. Auf Liebe warte ich schon lange nicht mehr. Aber auf dich habe ich gehofft. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt. Ha, Dankeschön. Und das ist wahr. So, wir machen noch ein Stück und dann machen wir eine kleine Pause. Dann könnt ihr zu Hause mal lüften. Oder eine Zigarette rauchen. Wird das jetzt ausgeblendet? Das Wort Zigarette wird man dann so mit einem Pfeifton ausgeblendet. Schwierig. Ich hatte ein großes Problem im Vorfeld. Ich wollte etwas posten für die Älteren im Publikum, einen Brief ins Internet schicken über das schöne Gebäude hier, die Blaue Fabrik. Es macht sehr viel Spaß hier, es ist sehr schön. Und ich habe auf der Homepage von der Blauen Fabrik in Dresden nach Bildern gesucht und habe dann erstmal gemerkt, wo ich hier bin. Hier sind nur so super, super Jazz-Musiker, E-Musik halt. Und da habe ich gemerkt, das wird anstrengend, da fällt jeder Fehler. Die sitzen jetzt da zu Hause und gucken sich das an und denken, warum darf der in unserem Haus, der kann das doch gar nicht. Und das nächste Stück ist ganz zart. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Ich trinke noch einen Schluck. Ja, schon verspielt. Es gibt keine Fehler in der Kunst. Thank you.
ist meistens ein Versteck. Du bist so viel mehr, als du zeigst. Was auch immer du verbirgst, was auch immer du verschweigst, mach was du willst, aber bleib. Der erste Kuss ist meistens eine Falle. Mir doch egal, hinein, hinein. Was auch immer aus uns wird, jetzt ist die Zeit. Ich sperr mich überall mit dir ein. Maria, das ist nicht bloß ein Liebeslied. Maria, das ist ein Gefühl. Nimm den Fuß von der Bremse, wir fahren los. Wir zwei, nur wir zwei. Die erste Nacht ist meistens ein Geschenk. Danke, aber das ist doch viel zu viel. Ein Bett aus rosa Wolken, ein Märchen, ja. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann tun wir das nie. Und wir fahren Richtung Sonne mit leichtem Gepäck. Da suchen wir uns dann das perfekte Versteck. Tonnenweise Erdnussflips, offenes Verdeck. Hauptsache wir, Hauptsache weg. Die erste Lüge ist meistens die schönste. Glaub dir jedes verfluchte Wort. Grenzenloses Vertrauen, unfassbares Glück, alle Zweifel über Bord. Maria, das ist nicht bloß ein Liebeslied. Maria, das ist ein Gefühl. Nimm den Fuß von der Bremse, wir fahren los. Wir zwei, nur wir zwei. Nimm den Fuß von der Bremse, wir fahren los. Wir zwei, nur wir zwei. Dankeschön. Wir machen exakt 15 Minuten Pause. Es kommt eine sehr, sehr, sehr gute Unterhaltungsmusik, glaube ich, in der Pause. 15 Minuten, dann sind wir wieder da. Bis gleich. Skin and wear.
Free again.
world, change yourself. There's a path to be world, so why stop? There's a path to be world, so why stop? With silence comes more for you to hear. With silence comes more for you to hear. So spread out those wings and let heart sing. Me and you will fly away. Presidential chair, playing with my hair. Whose lives are a business deal today? I am here on my throne, counting on my homes. What bad man plot against me in the press? This is elite life, I must confess. So when I lose a friend who doubts me once again, I'll just sprout all my lies. 'Cause I don't reflect, 'cause I'm always correct. Conquered, divided, keeps them on my side. Sitting on my own, off my golden throne. Bad men came and took it all away. Maybe I was wrong. They all sang my song. Manipulation led to great success. So why am I now left here all bereft? So now when I speak, no one gives a shit. I am out of the spotlight. Someone find me a friend to teach me once again what's right and wrong. Thank you.
Wir wieder online. Halt doch mal die Luft an, ich kann's nicht mehr hören. Woran bitte willst du dich denn heute noch alles tun? Schau mal da, der Dreck, ja, wer macht den denn weg? Ah, keine Ahnung, ich nicht, du etwa? Asche zu Asche, Staub zu Staub, man kann doch alles trennen, wenn man nur daran glaubt. Und der Regen, ja, der Regen, der ist sauer auf mich, aber irgendwie steht doch der Wald noch ganz dicht. Die lügen doch alle. Ich krieg das schon mit, dass die Kinder am Freitag nicht mehr in die Schule gehen. Das ist ja kaum zu übersehen. Aber wissen die denn auch, was man am Freitag noch so alles machen kann? Das kannst du ja sagen, das Leben ist schön. Jeha! Krieg das schon mit, dass die Kinder am Freitag nicht mehr in die Schule gehen. Das ist ja kaum zu übersehen. Aber wissen die denn auch, was man am Freitag noch so alles machen kann? Das kannst du sagen, das Leben ist schön. Aber ja, 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 du hast ja recht, wie immer recht. Du hast ja recht, wie immer, immer, immer recht. Du hast ja recht, wie immer recht. Hast du recht, wie immer. Hab mich auch verbrannt, es ist immer viel zu heiß. Sonnenbrand im November, was für'n Scheiß. Die Welt ist schlecht, es geht vorbei. Aber immerhin haben wir doch noch uns zwei.
Rette du die Wale, ich mach den Rest. Reg dich auf, lass es raus, ich halte dich fest. Würd mich so gern nochmal in dich verlieben, wenn du mich lässt. Ich krieg das schon mit, dass die Kinder am Freitag nicht mehr in die Schule gehen. Das ist ja kaum zu übersehen. Aber wissen die denn auch, was man am Freitag noch so alles machen kann? Ich kann's dir sagen, das Leben ist schön. Aber ja, 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 du hast ja recht, wie immer recht. Du hast ja recht, wie immer, immer, immer recht. Du hast ja recht, wie 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 immer. Du hast ja recht. Du hast ja recht, wie immer recht. Apropos, morgen ist Muttertag. Dankeschön. Deswegen habe ich mich auch umgezogen, weil Mutter morgen ihren Tag hat. Muss man vernünftig aussehen. Ich habe am Weltfrauentag vor ungefähr einem Monat eine lange, lange, lange Hommage an die Frauen geschrieben. Ein sehr wohlüberlegter Text. Und habe diesen Text auf allen Kanälen veröffentlicht und keinen Zuspruch bekommen. Ich habe überhaupt nichts. Ein, zwei Menschen haben irgendwas geschrieben. Ich habe gedacht, ich löse da eine Welle der Begeisterung aus. Es war dramatisch traurig. Die Überschrift war: Alles, was ich je im Leben gelernt habe, habe ich von Frauen gelernt. Ich dachte allein schon deswegen, habe ich jetzt ganz viele neue Freunde oder alte Freundinnen wieder gewonnen, aber es ist scheinbar untergegangen. Jetzt habe ich schon wieder eine Woche nichts von dir gehört, dabei hast du doch neulich noch unter Tränen versprochen. Nein, du hast geschworen, dass du bleibst. Kannst du dir vorstellen, hast du da gefragt? Ja, kann ich, habe ich ohne Zögern gesagt. Und jetzt das. Liebe ist Freiheit, hast du mal gesagt. Nimm du die Liebe. Viel Spaß. Ein Nein kann ich nicht ertragen. Ein Vielleicht halte ich nicht mehr aus. Ich will gar nichts mehr hören. Bitte, 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 bitte. Hör auf. Du bist eine Illusion, hast du ja selbst oft genug gesagt. Ich wollte halt nicht glauben, ich hab halt lieber geklagt. Ach komm, das kennst du doch auch.
Am Ende siegt eh nur das Schöne, die Wucht und das Prächtige und nicht der Schmerz. Das gebrochene Herz. Liebe ist Freiheit, hast du mal gesagt. Dann nimm du die Liebe, viel Spaß. Ein Nein kann ich nicht ertragen, ein Vielleicht halte ich nicht mehr aus, ich will gar nichts mehr hören, bitte, 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 bitte. Hör auf! Geh dann jetzt weiter, ist gar nicht so schwer, weil du weit, 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 weit weg bist und ich nichts mehr höre von dem Scheiß. Mach was du willst, Therapie oder Yoga, kauf dir ein Kind oder lass es dir machen, mir doch egal. Aber ruf nicht mehr an. Liebe ist Freiheit, hast du mal gesagt. Dann nimm du die Liebe. Viel Spaß. Ein Nein kann ich nicht ertragen. Ein Vielleicht halte ich nicht mehr aus. Ich will gar nichts mehr hören. Bitte, 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 bitte. Liebe ist Freiheit. Hast du mal gesagt. Dann nimm du die Liebe. Viel Spaß. Dankeschön. So, nun kommt das letzte Stück. Ob es eine Zugabe geben wird, müsst ihr dann entscheiden. Habe ich noch irgendetwas vergessen? Ein bisschen dramatisch ist heute Abend. Wir haben ein paar Förderanträge geschrieben für eine neue CD, für diverse Merchandising-Artikel, für dies und jenes und auch für eine Tour, eine internationale Tour, was in unserem Fall Österreich-Schweiz bedeutet hätte. Und genau diese Förderung haben wir bekommen. Das wäre im Mai gewesen. Wir haben gerade Mai. Und dieser heutige Abend war eigentlich der Auftakt für diese Tour. Morgen geht es eigentlich weiter nach Wien. Hat nicht geklappt, wird im September nachgeholt. Kommt alle nach Wien. Aber wie ihr uns ein bisschen helfen könnt in der Zwischenzeit ist, folgt uns auf allen Kanälen, teilt alle Beiträge, like, 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 like. Facebook, Instagram, YouPorn, wo wir so sind. Und die CD kann man in unserem Online-Shop auch runterladen. Macht es doch einfach. Jedes Lied 20 Mal. Ihr könnt die dann verschenken. Damit könnt ihr uns ein bisschen helfen. Ich brauche eine neue Jacke. In einem kleinen Zimmer in Paris, wo ich den Kopf vor Sehnsucht gegen alle Wände stieß und deinen Namen leise in alle Spiegel schrie und keiner kam und nahm mich in den Arm wie du, die mich verließ. Und als du gingst, hast du gesagt, du machst es schon, mein Kleiner, irgendwie ja. Oh ja, mein Mädchen, ich mach es schon, ich heule ohne Träne jede Nacht. Ich liebe dich, auch wenn es einsam macht, ich sterbe so dahin. Und frag nicht mehr,
nach einem Sinn. In diesem kleinen Zimmer hier, wo Gaukler wohnen, Trinkerdiebe. Es war umsonst, denn es war Liebe. Die Liebe mit dem Leben büßen, warten, bis das Leben dich vergisst. Jede Nacht, sie bleibt in mir, auch wenn es Tag geworden ist. Dann war es still, es zogen viele Jahre hin und ich blieb hier in diesem kleinen Zimmer in Paris und trank mit Trinkern auf ihr Glück und sang mit Gauklern Liebeslieder und morgens kamen auch die Diebe wieder. Nur du kamst nie zurück. Dankeschön. Verbeuge mich. Ihr müsst weiter klatschen, dann macht es Verbeuge Sinn. So, jetzt stehen wir hier hilflos. Schreibt ihr, will jemand eine Zugabe her? Zugabe! Oh. Zugabe! 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 Na dann, eine Zugabe auf euch. Habt ihr alle? Das ist das erste Stück, das nicht aus meiner Feder, das hört sich so toll an, aus meiner Feder ist. Das ist eine Band, die ich mit 18, 19, 20 entdeckt habe in meiner Heimatstadt. Vier Frauen, das gab es damals auch schon, und die Band heißt Die Braut haut ins Auge, und wir haben das wunderschöne Lied Tausend Bier mit dir, das habe ich irgendwann wiederentdeckt. Die Party ist vorbei und ich kann kaum noch stehen. Ich frage mich, warum ich nicht nach Hause gehe. Den letzten Bus habe ich längst fahren lassen. Ein paar Getränke werden schon noch passen. Wir hatten uns den ganzen Abend nichts zu sagen. Es geht jetzt nicht erst seit ein paar Tagen. Doch schon lange Zeit verstehen wir uns nicht mehr. Selbst das vollste Glas ist irgendwann mal leer. Tausend Bier mit dir, ein letztes Glas auf alles, was wir wollten oder träumten. Trink aus, ich bleib noch hier. Tausend Bier mit dir.
Niemand auf der Welt kennt mich so gut wie du. Du hörtest mir auch in den tiefsten Nächten zu. Doch schon lange Zeit verstehen wir uns nicht mehr. Schon wieder dasselbe. Das ist der Schnappschuld. Weiß noch ganz genau, wie das am Anfang war. Wir trafen uns in einer Party im Januar. Wir waren die letzten Gäste morgens um 6:30. Und ich würde mich jederzeit wieder in dich verlieben. 1000 Bier mit dir. Ein letztes Glas auf alles, was wir wollten oder träumten. Trink aus, ich bleib noch hier. 1000 Bier mit dir. Ein letztes Glas auf alles, was wir wollten oder träumten. Trink aus, ich bleib noch hier. Und ich kann natürlich Dresden nicht verlassen ohne die Pudis. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit, dass er geht. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich dreht. Danke sehr. Kommt gut nach Hause. Oder macht noch einen Spaziergang. Darf man noch Spaziergänge machen? Ich weiß es doch auch nicht. Wir sehen uns irgendwann im echten Leben wieder. Geht auf unsere Homepage, da sind die Termine. Gute Nacht. Habt euch wohl. Ich werde euch alle nie vergessen.
Dankeschön. Danke für die Gelegenheit. Das war schön. Gerne. Endlich mal wieder gefühlt.